bald ein bisschen früh abgebogen. Ja, wir wollen mal hier Ausbildungspark Blankensee mal einmal kurz gucken, ob wir da überhaupt rein können. Jetzt hier links ist frei. Wertarbeit gibt es hier. 20 Zone. Wertarbeit ist da und Fusch ist durchgestrichen. Qualität der Hansestadt Lübeck. Ja, mal gucken. Drehen wir uns mal hier. Hier ist ja meine Veranstaltung. Kleines Mädchen aus dem Süden. Begrüßen wir mit Salam Aleikum und nochmal zweimal, dreimal nochmal Salam Aleikum. Das ist die Wertschöpfungsindustrie hier. Wertarbeit. Ausbildung. Hier werden alle ausgebildet. Rechts nochmal zwei aus Arabien, eigentlich alle aus Arabien. Wir begrüßen alle mit Salam Aleikum. Das sind die Fachkräfte, die zugewanderten Fachkräfte. Da hat Merkel große Hoffnung reingesetzt in unsere Zukunft, in die Fachkräfte des Südens. Das sind dann, was Sie gesagt haben, Atomphysiker und Chemielaboranten und so weiter. Einbahnstraße da. Die sind jetzt hier die Dozenten in dem Ausbildungspark, offensichtlich. Und zeigen uns dann, wie das geht. Ja, so kann man es auch machen, die Fachkräfte von außen reinholen. Und dann noch was dazulernen, was sie dann uns beibringen sollen. Dann gucken wir mal hier hinten längs. Aber auch jemand aus Schwarzafrika sogar. Auch ein Dozent aus Schwarzafrika hier vorhanden. Ganz viele Fahrräder sind da. Guck mal. Rechts ist wohl zu, ne? Da hinten noch was? Oder irgendwas, ne? Lass mal links rumfahren. Ausbildungspark. Ist öffentlich. Öffentliche Gelder, die hier fließen. Und hier auch immer die Veranstaltung für Oldtimer-Treffen Ende April. Also hier haben wir erstmal schon gesehen, hier wird ausgebildet und die Dozenten, die laufen schon rum. Links haben wir dann noch Müllmänner und das sind dann die Deutschen. Müllmänner, die hier sauber machen. Habe ich nicht gezeigt, weil ich ein bisschen aus dem Kurs von der Kamera. Die machen sauber. Kann man auch machen, aber ist auch ein Beruf, der ist auch ehrbar. Hier ist wahrscheinlich, das sieht aus wie Handwerk, Zimmerei, was ausprobiert. Genau, hier ist auch eine Zimmerei irgendwie rechts. Bodenschwelle. Was haben sie hier denn drauf gemalt? Guck mal. A, C, A, B und noch ein Ausrufungszeichen.
Da muss ich mal die Polizei fragen, was das heißt. Da gibt es auch noch was. Alle haben Kleingewerbe, nützt aber nichts. Ja, so sieht es ja aus. Ausbildungspark. Da wird ja gezeigt, wie man Laub bläst. Das können wir jetzt gleich lernen, wie er das macht. Das ist ein Einheimischer, der hier sauber macht. Da haben wir wieder unsere Dozenten aus dem Orient. Ausbildungspark Pförtnerei. Hochqualifizierte Chemielaboranten, Atomphysiker, Techniker, Ingenieure. Da haben wir sie denn. Ein mehrfaches Salam-Aleikum. Wir fahren nach Kommesse, gucken da nochmal. Aber erstmal haben wir den Ausbildungspark hier als abgeschlossenes Projekt, als Besichtigungsobjektprojekt. Und wir wünschen den Professoren gutes Gelingen hier, den Dozenten, dass sie auch viel Geld verdienen in Deutschland. Und sagen dann nochmal als Abschluss, Inshallah, bye bye.